Ich zeige dir heute, wie du innerhalb von 24 Stunden alles lernen kannst, was dich interessiert. Wirklich alles. Weißt du, in der Schule war ich Legastheniker. Und ich musste auch fast immer um die Versetzung kämpfen. Die Lehrer sagten zu mir, du bist doof. Nur weil ich nicht rechtschreiben konnte. Ich wäre fast an der Schule gescheitert. Aber dann ist etwas Unglaubliches passiert. Ich habe mein Abi mit 1,1 gemacht. Ich, der Legastheniker, zu dem die Leute gesagt haben, der ist dumm. Wie war das möglich? Weil ich gelernt habe zu lernen. Noch ein Wort zur Schule. Meines Erachtens macht Schule heute nur noch Sinn, wenn wir lernen können, Fehler zu machen. Es gibt doch die ganze Information im Internet. Da brauchen wir doch die Schule eigentlich nicht. Außer, wenn wir lernen können, Fehler zu machen und natürlich sozial zu interagieren. Das Falscheste, was wir in der Schule machen können, ist, unseren Kindern zu sagen, du musst lernen, keine Fehler zu machen. Wenn wir erwarten, dass unsere Kinder immer die richtigen Antworten haben, ja, dann erlauben wir ihnen genau nämlich nicht zu lernen. Denn nichts lehrt so viel wie Fehler. Fehler sind unsere besten Lehrer. Darum muss das Lernen Fehler beinhalten. Wir müssen die Kreativität unserer Kinder fördern. Fehlerlos sein ist das Gegenteil von Kreativität. Also müssen wir unsere Kinder ermutigen, mach Fehler, sei kreativ. Da malt ein Mädchen ein Bild, die Lehrerin geht hin und sagt, was malst du denn da? Sagt das Mädchen, ich male ein Bild von Gott. Darauf die Lehrerin, aber niemand weiß doch, wie Gott aussieht. Sagt das Mädchen, doch, wenn ich fertig bin, dann schon. Wir werden gleich darüber sprechen, wie du wieder Spaß am Lernen finden wirst. Kreativ lernen kannst. Und das Nächste, was wir verstehen müssen, ist, wir lernen am meisten, wenn wir Spaß haben. Ich weiß noch, wie ich in meinem Zimmer saß und Hausaufgaben machte und ich habe dann laut gelacht. Da fragt doch meine Mutter durch die verschlossene Tür vorwurfsvoll, du lachst, Bodo? Ich denke, du machst Hausaufgaben. Seit vielen, vielen Jahren lerne ich von Herzen gerne. KLUW, also konstant lernen und wachsen, das ist mein Lebensmotto. Und hier sind drei Gründe, warum wir wirklich immer lernen sollten. Erstens, das Wissen verdoppelt sich alle 3 Jahre. Das heißt, in nur 3 Jahren ist das, was wir wissen, nur noch 50% wert. Und in 20 Jahren ist es nur noch 1% wert. Die Zyklen für Wissen, ja, die werden immer kürzer. Und deshalb natürlich auch die Zyklen für Produkte. Wenn etwas neu erfunden wird, ja, dann erreicht es uns in immer kürzerer Zeit. Es dauerte 75 Jahre, bis 50 Millionen Menschen endlich ein Telefon benutzen konnten. Facebook hatte aber bereits nach 3,5 Jahren diese 50 Millionen Nutzer. Und bei einer App dauert es manchmal nur noch wenige Tage, bis 50 Millionen Mal das Ding runtergeladen worden ist. Was ich sagen will ist, wir müssen lernen, schnell zu lernen. Und die gute Nachricht ist, wir können das auch und das auch noch mit viel, viel Spaß. Es ist in unseren Genen verankert. Wir alle haben einmal mit viel, viel Freude gelernt, noch bevor wir in die Schule kamen. Kleine Kinder verdoppeln ihr Wissen alle paar Tage. Sie sind von Natur aus neugierig, sie experimentieren, sie lernen. Und genau das können wir als Erwachsene auch tun. Du kannst das und ich kann das. Der zweite Grund, warum wir lernen sollten, wir werden bezahlt für unsere Arbeit mal unser Wissen. Arbeit alleine ist nicht viel wert. Aber je mehr wir wissen, desto wertvoller wird unsere Zeit. Das Geheimnis aller Menschen, die wirklich viel verdienen, heißt, sie wissen viel. Wissen und Arbeit ist wertvoll. Drittens, das ist der dritte Grund, warum wir lernen sollten, kaum etwas macht so viel Spaß. Es ist ganz einfach anders als das, wie wir in der Schule gelernt haben. Aber wir müssen wissen, wie wir lernen sollen. Und genau das erkläre ich heute. Ich unterscheide zwischen schulklug und straßenschlau. Schulklug und straßenschlau. Schulklug bedeutet, wir wissen mehr, wir haben mehr im Kopf. Wir sind dann irgendwie ein Lexikon auf 2 Beinen. Wir wissen viel, aber wir können es nicht. Wir können nicht flirten, wir können keine Firma aufbauen, wir können keine Beziehung aufbauen und unterhalten, wir können nicht mit anderen kommunizieren, wir wissen nicht wirklich, wie eine Sportart geht, wir sind emotional schwach, wir sind nicht gesund, weil wir nur Wissen haben im Kopf, nichts im Herz. Ihr versteht schon, was schulklug bedeutet. Wir wissen viel,
aber wir können wenig. Straßenschlau bedeutet, wir können es. Wir können das, was wir wirklich wissen wollen, lernen. Und weil es uns gerade interessiert, weil es uns Spaß macht, wir können das dann auf die Straße bringen. Straßenschlau bedeutet, Dinge tun zu können, damit wir dann auch das Leben haben, von dem wir träumen. In kleinen Dingen und im Großen. Mit jedem Tag, an dem du etwas lernst, bist du weniger der Mensch, der du früher warst. Und mehr der Mensch, der du gerne sein möchtest. Und das macht unheimlich Spaß. Ich habe mal einen guten Satz gelesen. Dem Lernenden gehört die Welt. Während die, die gelernt haben, sich nur ausgerüstet haben für eine Welt, die es gar nicht mehr gibt. Mit anderen Worten, wir dürfen uns nicht ausruhen auf das, was wir mal gelernt haben. Klar, ich bin da jetzt nicht wirklich neutral. Ich habe mein ganzes Leben mit Lernen verbracht. Entweder war ich auf Seminaren oder ich war auf dem Weg zu Seminaren. Ich habe zu Hause etwas gelernt und mich auf Seminare vorbereitet. Konstant lernen und wachsen ist mein Leben. Ich möchte auch nichts anderes machen. Aber ich glaube, wir alle sollten das tun, was wir lieben. Aber damit wir das tun können, was wir eben lieben, müssen wir lernen. Denn wenn wir nicht genug wissen, ja, dann bleibt uns ja nur unsere Arbeitszeit. Und die reine Arbeitszeit wird am schlechtesten bezahlt. Ich glaube nicht, dass es so eine starke Schere gibt zwischen Menschen, die Geld haben und die kein Geld haben. Das heißt, natürlich gibt es die Schere, aber eine andere Schere ist viel bedeutender. Und das ist mir wichtig zu sagen. Das ist die Schere zwischen den Menschen, die viel gelernt haben und denen, die sehr wenig gelernt haben. Wer nicht viel gelernt hat, der lebt die Träume der anderen. Wer aber viel gelernt hat, der kann seine eigenen Träume leben. Kommen wir zur Praxis. Was glaubst du, wie lange du brauchst, um wirklich gut zu lernen? Also nicht bis zur Perfektion, aber so bis zur Kompetenz. Bis du wirklich die Basics kannst. Stell dir eine Lernkurve vor. Die ist ja bei allen Dingen, die wir machen und lernen können, gleich. Ob es darum geht, gut mit Geld umzugehen, ob es darum geht, gut sprechen zu können, Zeitmanagement, Marketing, Verkaufen, Firma aufbauen. Da ist immer diese Kurve. Also wenn wir uns eine Lernkurve angucken, dann ist da so eine Zeit, die wir investieren. Und dann ist so der Erfolg, der uns gelingt. Und dann geht die Kurve immer so. Und an einem kritischen Punkt, nämlich hier, wird die Kurve ganz flach. Das heißt, wir investieren weiter viel Zeit, aber wir haben kaum mehr Ergebnis. Und dieser kritische Punkt, das ist da, wo hier das rote Kreuz ist. Ab hier müssen wir sehr viel Energie aufwenden und Zeit, haben aber kaum noch eine messbare Steigerung von dem, was wir können. Das ist die eine Seite, kaum mehr eine Steigerung. Auf der anderen Seite ist es aber echt cool zu sehen, dass wir mit relativ wenig Zeit sehr, sehr schnell ein hohes Maß an Kompetenz erreichen können. Was glaubt ihr, wie lange es dauert, bis wir an diesem Punkt mit dem roten Kreuz sind? Manche denken, das dauert 10.000 Stunden. Das geistert manchmal so durch die Erwachsenenliteratur. Das wäre ein Fulltime-Job von 5 Jahren. Ich fände es furchtbar. Dann würden wir ja nie wirklich etwas lernen in einer relativ überschaubaren Zeit. Also zumindest sehr, sehr lange nicht und auch nicht sehr viele Dinge. Was ich euch jetzt sage, habe ich immer wieder in meinem Leben gesehen. Und ich habe ja mein ganzes Leben dem Lernen verschrieben, dem Lernen und dem Lehren zu lernen. Es dauert genau, halte ich fest, 24 Stunden, nicht mehr. 24 Stunden, das ist nicht viel, das ist ein Tag. Also von heute auf morgen gerechnet, 24 Stunden, ein Tag. Oder wenn du sagst, ich will auch schlafen, dann eben ein Wochenende. Oder es sind 50 Minuten am Tag, einen Monat lang. Und dann haben wir noch so den einen oder anderen Tag frei. Und dann können wir eine Sache wirklich gut. Nochmal, das gilt für jeden Bereich unseres Lebens. Darum sind auch die meisten guten Videokurse nur 10 bis 12 Stunden lang oder genauso lang. Immer ein Video anschauen, eine Stunde, und dann eine Stunde üben. Das sind dann 24 Stunden bei 12 Videos. Gute Seminare dauern 3 Tage, 24 Stunden. Ein gutes Buch lesen dauert in etwa 24 Stunden. Alle wissenschaftlichen Studien zeigen heute, dass Menschen relativ gut werden können mit erstaunlich wenig Übung, egal in welcher Sache. Wenn sie wissen, wie sie lernen sollen. Und das ist das Problem. Die meisten wissen das nicht.
Sie wissen nicht, wie sie lernen sollen und sie wissen auch nicht, was sie lernen sollen. Natürlich ist da noch das Problem, dass wir alle beim Lernen an die Schule erinnert werden. Und dann haben wir keine Lust, dass wir, weil wir da einfach den Spaß am Lernen weggenommen bekommen haben. Weil die Schule meines Erachtens so ziemlich alles falsch macht, zumindest damals zu meiner Zeit, als ich zur Schule gegangen bin, was man mit Lernen falsch machen kann. Und das Problem ist heute eben, wir können nicht einfach in irgendwas 24 Stunden investieren und dann denken, hey, ich bin gut. Wir brauchen eine Strategie. Und hier ist die Strategie. Und die gilt für alles. Sie besteht ganz einfach aus 4 Schritten. Schritt 1. Warum? Wir müssen also zuerst verstehen, was ich mit dem Gelernten erreichen kann. Also warum will ich jetzt genau das lernen? Wozu hilft es mir? Und am besten schreiben wir uns das auf. Also was genau kann ich erreichen, was genau will ich damit erreichen? Und dann haben wir eine Definition. Das Problem ist ja, dass wir unendlich viel lernen können. Und darum ist es wichtig, das alles einzugrenzen. Und das können wir am besten, wenn wir uns auf ein ganz bestimmtes Ziel fokussieren. Also, was will ich erreichen? Sagen wir mal, du willst sprechen lernen. Ja, sprechen lernen wofür? Willst du Lehrer werden? Willst du Redner werden? Willst du Verkäufer werden? Willst du auf YouTube was machen? Du musst genau überlegen, warum will ich jetzt sprechen lernen? Das grenzt das ganz anders ein. Das dauert auch nicht lange. Du musst es nur mal kurz aufschreiben und definieren. Schritt 2. Was? Wir müssen dann verstehen, was das Wichtigste ist, dass ich zu dem Thema lernen kann. Ich weiß ja jetzt, warum ich was lernen will und muss jetzt überlegen, was muss ich dafür eigentlich wissen. Das heißt, wir zerlegen das Thema, das riesige Thema Sprechen, jetzt einfach in seine Bestandteile und wir überlegen dann, welchen Bestandteil will ich lernen? Ist es Argumentieren? Ist es eine Rede schreiben? Ist es das auswendig vortragen können? Ist es überhaupt eine körperliche Präsenz zu haben? Was ist es? Will ich interagieren können? Will ich Übungen mit... Das müssen wir festlegen. Es gibt so viel über Sprechen und wir überlegen jetzt, welche von den vielleicht 500, 600, 700 Bestandteilen, die es gibt, die gibt es wirklich zum Sprechen, wie viele will ich lernen? Was sind so meine Top 3 bis 5, die ich lernen möchte? Mehr ist es in der Regel gar nicht. Und das, was die meisten als Fähigkeiten sehen, ist ja in Wahrheit ein ganzes Bündel von Fähigkeiten. Das Bündel müssen wir irgendwie aufschnüren, aufmachen und dann überlegen, was sind die Bestandteile und welche davon brauche ich? Was sind die wichtigsten 2 oder 3 Dinge, die ich lernen möchte, um mein Ziel zu erreichen? Schritt 1, ne, mein Ziel, ich habe es ja festgelegt. Und was muss ich dafür lernen? Auch hier ist es gut, wenn wir uns das kurz aufschreiben. Und jetzt kommt der Schritt 3. Das ist die Blockzeit. Wir brauchen einen ganz klaren Zeitplan. Ich nenne das eine geblockte Zeit fürs Lernen. Blockzeit fürs Lernen. Und die müssen wir uns einrichten. Zum Beispiel, indem wir sagen, naja, ich lerne jetzt mal ein ganzes Wochenende. Oder 3 Tage auf irgendeinem Seminar oder einen Videokurs und dafür richte ich mir 1 Stunde pro Woche ein. Und diese Zeit, die muss ich dann aber auch in meinem Kalender blocken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen uns hier nicht auf unsere Willenskraft verlassen. Wir haben mal gute Tage, mal schlechte. Wir brauchen ein klares System, eine klare Strategie, wie wir diese 24 Stunden Lernzeit jetzt in unseren Zeitplan integrieren. Und diese Zeit sollten wir dann auf jeden Fall aufschreiben und einhalten. Und dann sind wir schon bei Schritt 4. Der ist der wichtigste. Wir lernen immer nur genug, um uns dann selber verbessern zu können. Wir brauchen also nur so viel Lernen, das ist ungefähr 1 Stunde, bis wir anfangen können, schon mal irgendetwas zu üben. Und im guten Kurs ist es auch vorgegeben, was wir dann üben können. Also nur bis wir so viel Verständnis haben, dass wir anfangen können, uns selbst zu verbessern. Dann sind wir gewissermaßen Lehrer und Schüler in einer Person. Und Lernen bedeutet, ich kann eine Unterscheidung treffen. Also was ich vorher gar nicht begriffen habe, dass man es anders machen könnte, das verstehe ich jetzt. Ich habe so viel gelernt, dass ich schon spüre, ob das, was ich gerade mache, was ich also gerade übe, ob ich das gut mache oder nicht. Ich spüre dann auch, was ich besser machen könnte und auch besser machen sollte. Dieser 4. Schritt, der ist so unglaublich wichtig. Niemals etwas lernen, das uns nur mehr Wissen gibt. Sondern immer straßenschlau lernen. Und straßenschlau lernen ist Wissen
plus Übung gleich Können. Wissen plus Übung gleich Können. Das ist die Formel. Ich sage es dir nochmal. Wissen plus Üben gleich Können. Am besten murmelst du das mal mit. Wissen plus Üben gleich Können. Lernen hat nie Sinn, wenn wir nur etwas wissen wollen. Lernen macht nur dann Sinn, wenn es dazu führt, dass wir etwas können. Das ist der wichtigste Satz übers Lernen. Wissen plus Üben gleich Können. Lernen macht nur Sinn, wenn es dazu führt, dass wir etwas können. Ich mache mir dann immer eine Checkliste. Also ich lese zum Beispiel eine Stunde irgendwas und dann mache ich irgendwas damit. Ich übe es also, ich setze es irgendwie um und dann spüre ich gleich, ob es gut ist oder nicht. Und dann kann ich mir notieren, was ich verbessern möchte und was ich gelernt habe. Das ist also das ganze Geheimnis zu lernen. Und es ist wirklich jedes gute Buch so aufgebaut. Jedes gute Video oder Videokurs ist so aufgebaut. Jedes wirklich gute Seminar. Ich habe so eine ganze Reihe von Videokursen, die heißen ganz oft Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen 24, Positionierung 24, Verkaufen 24. Jetzt wisst ihr auch warum. Das sind immer so 8 bis 12 Videos, eine Stunde plus eine Stunde üben. Das kann man gut über 6 Monate verteilen. Also dann ist es nur eine Stunde pro Woche. Und dann kannst du wirklich etwas. Und wenn man es schneller machen will, ja, dann zieht man sich das eben an einem Wochenende rein. Es wird mir immer wieder die Frage gestellt, lieber Bodo Schäfer, warum kosten gute Kurse eigentlich so viel Geld? Damit meinen die nicht nur mich, sondern überhaupt, wo Kurse Geld kosten. Und es stimmt, gute Kurse sind teuer. Ich könnte es mir jetzt ganz einfach machen und sagen, naja, die kosten so viel Geld, weil sie eben so gut sind. Aber in Wahrheit gibt es dafür 3 Antworten. Erstens, gute Kurse bringen wirklich Resultate und die Ergebnisse sind messbar. Es gibt Hunderte oder auch Tausende Menschen, die gute Resultate damit erzielt haben. Die Beweise sind da. 2. Argument, weil wir ohne den Kurs sehr lange suchen müssten. Der ganzen Information. Um etwas zu lernen, bräuchten wir dann vielleicht, weil wir ja nicht wissen, was wir dann lernen sollten, 240 Stunden oder vielleicht realistischer 2400 Stunden. Weil wir einfach endlos zu diesem Thema lesen müssten, um uns etwas anzuschauen. In einem guten Kurs hat jemand die Auswahl für uns getroffen. Das Wichtigste aber ist das 3. Argument. Wenn wir ohne den Kurs etwas lernen, dann müssten wir uns, nachdem wir etwas uns angeeignet haben, daraus selber ein System bauen. Dagegen ist ein guter Kurs immer eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung. Schlechte Kurse geben dir nur mehr Wissen für den Kopf. Du weißt schon, schulklug. Gute Kurse helfen dir, etwas zu können, straßenschlau. Und das Können entscheidet. Wissen ist nur Theorie. Das verstopft den Kopf. Auf das Können kommt es an. Fassen wir zusammen, was gutes Lernen bedeutet. Erstaunlicherweise sind alle guten Kurse so aufgebaut. Schritt 1, das Warum verstehen. Verstehen, wofür ich etwas gebrauchen kann. Schritt 2, das Was herausfinden. Bestimmen, welche Teile dieses Themas ich wirklich lernen möchte. Schritt 3, eine Blockzeit einrichten, eine feste Zeit zum Lernen. Schritt 4, das Können. Immer etwas lernen, dann etwas üben. Lernen, üben. Nur diese Kombi führt zum Können. Nochmal, straßenschlau zu lernen bedeutet, etwas zu können. Und etwas können macht Spaß, weil du es sofort umsetzt, weil du es sofort gebrauchen kannst. Wisst ihr, warum die meisten Menschen Lernen nicht mit Spaß verbinden? Weil wir in der Schule alle, oder fast alle, eine Frustrationsbarriere aufgebaut haben. Und die sieht so aus. Wenn wir anfangen zu üben, fühlen wir uns blöd. Wir fühlen uns dumm, weil es nicht funktioniert. Und das hat damit zu tun, dass wir gelernt haben, Fehler schlecht zu finden. Da kann ich mich echt aufregen. Und natürlich hassen wir es, uns dumm zu fühlen. Wer will denn blöd sein? Aber wenn wir bereit sind, für ein einzelnes Thema 24 Stunden zu lernen und zu üben, dann überwinden wir die Frustrationsbarriere. Und wenn ich von dieser Frustrationsbarriere spreche, dann wird klar, die größte Barriere, etwas Neues zu lernen, ist gar nicht intellektuell, die ist emotional. Mit anderen Worten, wir haben einfach Angst. Mit dieser Angst sind wir aber nicht auf die Welt gekommen. Denn Kinder haben Spaß, die haben die Angst nicht, die haben Spaß, etwas zu lernen. Sie wollen dauernd etwas lernen. Und irgendwann im Schulalltag dreht sich das. Und dann bekommen wir diese Angst.
Angst vor Anstrengung, oh, ist so zäh, weil es auch keinen Spaß macht. Angst, Zeit zu investieren und hinterher es dann doch nicht gelernt zu haben oder damit nichts anfangen zu können. Angst, uns dumm zu fühlen. Ich möchte euch ermutigen, lernt, meine lieben Freunde, lernt. Lernt immer wieder dazu. Ganz gleich, was es ist, eine Sprache, Kochen, Malen, Umgang mit Geld, ein Musikinstrument. Egal was, lernt. Ihr werdet in 24 Stunden kompetent sein. Und es ist meine Lebensaufgabe, Menschen zu ermutigen, wieder mit Spaß zu lernen.